Habt ihr schon mal etwas von einem Wald namens Hoya Baccio gehört? Nein? Dann macht am besten mal das Licht an, denn jetzt wird es etwas unheimlich. Dieser Wald wird das Bermuda-Dreieck Europas genannt. Immer wieder sollen sich hier unerklärliche Phänomene abspielen. Alles begann angeblich mit dem spurlosen Verschwinden eines Schäfers und seiner 200 Tiere. Nachdem sie den Wald betreten hatten, wurden sie nie wieder gesehen. Das ist nur eine Legende. Fest steht aber, seit den 60ern passiert immer wieder Seltsames im Wald. Dem Biologen Alexandro Sift gelang es, die unheimlichen Geschichten der Einheimischen zu fotografieren. Er machte Aufnahmen, die seltsame Objekte am Himmel zeigen. Für viele seiner Sichtungen gibt es noch immer keine Erklärung. Und genau an diesem Ort werde ich eine Nacht komplett alleine verbringen, um herauszufinden, wie unheimlich dieser Wald denn wirklich ist. Aber bevor es losgeht, treffe ich mich noch mit jemandem, der mir erklären kann, was Angst in meinem Körper macht und worauf ich mich bei so einem Trip einstellen muss. Los geht's. Was glauben Sie, erwartet mich, wenn ich eine Nacht im angeblich unheimlichsten Wald der Welt verbringe? Es kommt drauf an, was Sie sich davon erhoffen, erwarten oder befürchten. Ich erwarte wahrscheinlich Angst zu bekommen. Ja, in diesem Sinne gehen Sie in den Wald hinein mit einer Erwartung von Angst. Sprich, Sie sind besonders aufmerksam und jederzeit bereit zu fliehen oder zu kämpfen, was auch immer Ihnen dort begegnet. Was denken Sie, könnte mir schlimmstenfalls passieren, wenn ich im Wald Angst bekomme? Eine Panikattacke. Eine Panikattacke ist ja auch eine Angst, die ja eigentlich keinen normalen Auslöser hat, keinen realen Auslöser hat von außen, sondern eher mit Ihnen und eines Hineinsteigerns in diese Angst zu tun hat, als dass ein realer Auslöser diese Angst, diesen, sag ich mal, höchsten Angstzustand ausgelöst hat. Also, nun weiß ich wenigstens, worauf ich mich einstellen muss, wenn ich so richtig Angst bekomme. Ab nach Rumänien. Wir sind gerade auf dem Weg nach Klausenburg. Diese Stadt liegt nur wenige Kilometer entfernt von Hoya Baccio und dort möchte ich mich mal umhören, was sich die Menschen so über den Wald erzählen. Entschuldige, kennst du den Hoyawald? Ja, der ist hier in der Nähe. Ich habe unheimliche Geschichten über diesen Wald gehört. Weißt du etwas darüber? Ja, ich habe auch viele Geschichten über seltsame Dinge gehört. Aliens und Hexen und so. Glaubst du, dass an diesen Geschichten etwas dran ist? Nicht alle. Aber ich würde in diesem Wald keine Nacht oder mehr als ein paar Stunden verbringen wollen. Und warum? Ich war da schon ein paar Mal und dort ist es ziemlich unheimlich. Ich weiß auch nicht. Es ist sehr still dort. Irgendwie seltsam. Weißt du, das ist so ein Wald, wenn du reingehst, fühlst du dich komisch. Es fühlt sich unheimlich an. Da passieren seltsame Dinge und jeder hier kennt die Legende. Es gibt Geschichten über Geister und Lichter, die aus dem Nichts erscheinen und seltsame Schwingungen. Wenn Menschen in den Wald gehen, berichten sie über sehr intensive Gefühle. Und wenn sie wieder herauskommen, fühlen sie sich anders. Es wird viel spekuliert. Waldbesucher berichten immer wieder über unerklärliche Himmelsobjekte, Panikattacken, Übelkeit und Kratzwunden. Eine andere Geschichte dreht sich um ein 5-jähriges Mädchen, das angeblich im Wald verschwand. Als man sie 5 Jahre später wiederfand, trug sie noch immer dieselbe Kleidung. Erinnern konnte sie sich an nichts. Belege für diesen Vorfall gibt es jedoch nicht. Inmitten des Waldes liegt eine große Lichtung, ein nahezu perfekter Kreis. Einheimische bezeichnen sie als Tor in eine andere Dimension. Angeblich wächst hier nichts. Nicht einmal Bodenanalysen können erklären, warum das so ist. Hier scheint wirklich jeder den Wald zu kennen und die Geschichten, die man sich darüber erzählt. Und keiner würde eine Nacht in diesem Wald verbringen. Aber genau das mache ich jetzt. So, hier ist Endstation. Von hier aus müssen wir zu Fuß weitergehen. Bible and I follow along, yeah. My protector is a miracle man. Put trust in my fakeness hands. They say the darkness is the absence of light. It lurks in the corners almost every night. The place that I live is so full of fright. 20 souls lost every day in this fight. Driving, yeah, I keep driving.
Jetzt wird es ernst. Das hier ist der Eingang zum Heuerwald. Dann mal rein. Ich glaube, wir haben sie gefunden. Ja, da ist sie also, die Lichtung aus den Geschichten. Und was sofort auffällt, hier wächst etwas. In den Geschichten heißt es immer, hier kann kein Leben entstehen, aber ich sehe Gras, ich sehe Blumen. Und das beruhigt mich ein kleines bisschen. Hier auf der Lichtung sind 1, 2, 3 Feuerstellen. Das heißt, hier sind öfter Menschen unterwegs. Und ich schlage hier jetzt auch mein Lager auf. So, die Sonne geht bald unter. Max, ich glaube, es wird Zeit für dich zu gehen. Okay, Max, danke. Flo, mach's gut. Komm gut nach Hause. Good luck, mach ich. Und ciao. Viel Spaß. Danke. Hier geht mein Kameramann, aber es ist alles vorbereitet. Hier steht meine Nachtsichtkamera, die auf das Zelt gerichtet ist. Das Zelt steht auch und ich habe sogar eine Nachtsichtkamera im Zelt. Die filmt, wenn ich schlafe. Falls ich schlafen kann. Jetzt bin ich komplett alleine und jetzt muss es nur noch dunkel werden. Dann werden wir sehen, wie unheimlich dieser Wald wirklich ist und ob ich Angst bekomme. Mittlerweile ist es komplett dunkel im Heuerwald und so wirklich Angst habe ich noch nicht, aber es fühlt sich absolut nicht gut an, so ausgeliefert hier im Wald zu sitzen. Und da ich noch etwas Zeit habe, habe ich eben noch im Internet nach Bildern aus dem Heuerwald gesucht und da stößt man unter anderem auf sowas hier, rote Augen im Wald oder auch Geisteraufnahmen. Und ich weiß nicht so wirklich, was ich davon halten soll, aber ein Geist ist mir auf jeden Fall noch nicht begegnet und auch noch keine roten glühenden Augen. Aber mal sehen, was die Nacht noch so bringt. Es ist jetzt 0 Uhr und ich mache einen Spaziergang im unheimlichsten Wald der Welt. Mal sehen, ob ich etwas Ungewöhnliches entdecke. Und bitte lass hier niemanden vor dem Zelt stehen. Ich kann fast gar nichts sehen. Ah, warum mache ich das nur? Boah. War nur ein Schatten. Das ist echt wie Blair Witch Project, nur in echt. Heute Nacht wird mir jeder Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe, zum Verhängnis. Oh, shit. In der Ferne hört man Hunde bellen. Ich habe Gänsehaut. Sieht man das? So ganz alleine im Wald ist man ständig in Bereitschaft wegzulaufen. Aber bisher habe ich weder etwas Ungewöhnliches gehört noch gesehen. Wirklich gut fühle ich mich aber trotzdem nicht. In dieser Situation erschreckt man vor seinem eigenen Schatten. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht, ey. Shit. Hier komme ich nicht weiter. Ich hoffe nur, dass ich die Lichtung wieder finde, denn gerade
habe ich keine Ahnung, wo ich bin. Okay, das ist irgendwie unheimlich. Bin ich hier nur gelandet? Bin sie eben. Oh Gott. Oh, ich bin wieder auf dem Weg. Jetzt zurück zur Lichtung. Das reicht für heute. Ich glaube, ich sehe die Lichtung. Bitte lass das die Lichtung sein. Wo ist nun die Lichtung, ey? Oh Gott. Ich bin wieder da. Da ist mein Zelt. Ich hab's geschafft. Puh, so. Das reicht für heute. Ich versuche jetzt etwas zu schlafen. Ich hoffe, das klappt. Und wenn alles gut läuft, dann sehen wir uns morgen wieder. Gute Nacht. Flo? Flo? Ja? Morgen. Wie war die Nacht? Es ging. Es war irgendwie unheimlich. Und das, obwohl ich nichts Ungewöhnliches gehört oder gesehen habe. Das lag wahrscheinlich einfach an meinen Erwartungen. Wenn man erwartet, Angst zu bekommen, dann bekommt man Angst. Da kann man gar nicht viel dagegen machen. Aber wenn man sich dann der Angst stellt und nichts passiert, dann ist der Spuk auch schon vorbei. Also mein Fazit, der Heuerwald ist ein ganz normaler Wald und das Einzige, was hier herumspukt, sind die Geschichten im Kopf. Ich will aber trotzdem nach Hause. Bitte lass uns gehen! This means I'm right.